Mit Sparkasse. Nicht nur in den Karnevalshochburgen, sondern auch beim Kinderkarneval in Schermbeck ging es am vergangenen Freitag richtig ab. Was die Kolpingkinder stimmungsmäßig drauf haben, haben sie in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Sollte es das diesjährige Programm schaffen, das Publikum erneut zu verzaubern? Darauf kann man ganz klar mit Ja antworten. Die etwa 30 involvierten Kinder haben ein exzellentes Programm auf die Beine gestellt, wie uns die beiden Moderatorinnen erzählten. Also wir hatten so das Thema, wir starten die Rakete erneut. Und eigentlich haben wir so von Spaß bis zum Tanzen haben wir eigentlich alles so wirklich dabei dieses Jahr. Also wir hatten jetzt als allererstes kam The Voice, da kamen dann ganz unterschiedliche Sänger, zum Beispiel Crow, Madeline Tyler oder wie auch immer die hieß. Und jetzt kommt noch der Tiger End Club, kommt jetzt wie jedes Jahr, kommt jetzt auch nochmal. Da war super Stimmung garantiert. Die beiden Mädels haben übrigens die Moderation zum ersten Mal übernommen und machten einen großartigen Job. Also wir haben den Text eigentlich alleine geschrieben und dann mussten wir das halt mehrmals üben und so gesagt auch halb auswendig lernen. So, also dass wir das flüssig reden können. Und dann haben unsere Eltern das halt nochmal überarbeitet, unser Text. Seid ihr nicht ein bisschen nervös vor so vielen Leuten? Doch, also ich hatte heute noch Querflöten und da konnte ich gar nicht mehr stillstehen, weil ich wirklich so aufgeregt war. Also das ist unfassbar. Gekonnt ist eben gekonnt. Mit der Moderation war es allerdings noch nicht getan. Die beiden haben sich die Choreografie der Tanzaufführung selbst ausgedacht. Auch in diesem Jahr wurden die Kinder aus dem Publikum mit einbezogen, sei es einen Witz zu erzählen. Vögel fliegen in der Luft, sagt der eine zum anderen, pass auf, da kommt Hubschrauber, Hubschrauber. Oder sich aktiv in Spielen zu messen. So viel Einsatz macht natürlich hungrig. Da kam die Polonaise zum Pizzaessen genau richtig. Natürlich durfte eine Aufführung der Mütter nicht fehlen. Ui. Wenn das mal keine Zwerge sind. Einige personelle Änderungen stehen beim Team der Erwachsenen an. Andrea Kurich-Fien, Ulrike Dahlhaus, Sabine Schering, Denise Scholthoff, Kerstin Mondorf, Petra Triptrap, Kira Lensing, Claudia Schulze, Gudrun Pollhüß waren in diesem Jahr das letzte Mal dabei. Susanne Martens und Gabi Steenkamp bleiben im Team und Sandra Hartmann, Michaela Dahlke und Sandra Sporkmann sind neu dabei. Bis jetzt war die gesamte Show total klasse. Wie könnte nun der krönende Abschluss aussehen? Auf dem Titel Auf uns von Andreas Burani blieb letztendlich keiner mehr auf den Stühlen sitzen.